Als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ja grandios. Das ist eine Revolution im Klavierbau. Das deutsche Pedal bezieht sich auf das linke Pedal. So leise, wie man jetzt spielen kann, war es absolut unmöglich, auf einem Klavier zu spielen. In dem bisherigen System war es so, dass ein Tastenspiel da war. Wenn man das linke Pedal gedrückt hat, das brachte eine gewisse Unsicherheit. Und wenn jemand, sag ich, Anfänger war, dann war das ganz schwierig, das hinzubekommen. Und das deutsche Pedal macht genau das Gegenteil. Ich fange jetzt an mit dem linken Pedal und man sieht, die Hammerköpfe oben gehen nach vorne und gleichzeitig senkt sich die Klaviatur ab. Und das war vorher absolut undenkbar. Das heißt, jetzt gibt es dieses Tastenspiel nicht mehr. Ich kann in allen Bereichen, wie ich es trete, ganz präzise spielen und locke diesem Instrument Klänge heraus, wie es nur bei einem Flügel bisher möglich war. Das ist also wirklich eine ganz großartige Sache, wenn man dieses leise Spiel beherrschen lernt. Und das ist mit dem Dolce-Pedal in einer Klangschattierung möglich, was undenkbar vorher für ein Klavier war. Und die Kunden sind hin und weg. Setzen sich ran, sagen, das ist ja, das gibt's ja nicht. Und ich sage, ja, das ist Steinway.